Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder da und ich habe die Taschen voll mit günstigem Make-up. Freunde, hallo, ich hoffe es geht euch gut, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich freue mich heute, denn ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir einen Look schminken mit Drogerieprodukten, die nicht unbedingt neu sind, die wir aber völlig unterschätzt haben, die von vielen Leuten völlig unterschätzt sind. Und am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende des Make-ups, werden wir aussehen wie 500.000 Millionen Dollar im Gesicht, obwohl wir vielleicht nur 40 ausgegeben haben. Und das ist ein kleiner Hack, den ich immer gerne anwende. Bougie on a Budget. Neues Videotitel, Thema Introduction. Ich habe ganz, ganz tolle Produkte hier aus der Drogerie, die ich über alles liebe, die ich regelmäßig benutze und die sich zu auch meinen Favoriten entwickelt haben. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Denn ich weiß, wir als Team Günstmaus, wir gucken immer, was können wir uns an den günstigen Produkten rauspicken und diese aussehen lassen, als wären sie full on glam. Und dafür sind wir heute hier. Ich habe die ganze Kiste voll. Bevor wir den Look aber schminken, freue ich mich riesig, dass ich heute wieder mit Larisee zusammenarbeiten darf. Ihr kennt Larisee mit Sicherheit schon von mir. Ich arbeite schon ganz, 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 ganz lange mit denen zusammen und habe mittlerweile eine riesige Duftkollektion, weil ich es nicht einsehe, für mich sehr viel Geld in Düfte zu investieren, die am Ende des Tages in der Wäsche sind und weg sind. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch wieder einen Rabattcode von Larisee bekommen habe. Den habe ich euch hier einmal eingeblendet und unten in die Infobox geschrieben, zu den Links, zu den Düften, die ich euch gleich vorstellen möchte. Ich werde immer wieder auf Instagram gefragt, hey, hast du noch mal einen Larisee-Code oder so? Freunde, jetzt ist er da und das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, wenn ihr einen schönen Duft verschenken wollt, aber nicht 100, 200, 300 Euro teilweise für den Duft ausgeben wollt. Und deswegen könnt ihr den Rabattcode natürlich dafür sehr, sehr gerne benutzen. Falls ihr Larisee nicht kennt, bei Larisee im Sortiment gibt es über 200 Duftzwillinge zu den beliebtesten und originalen Luxusdüften und tollen High-End-Düften. Allerdings zu einem wesentlich günstigeren Preis. Die Duftnoten sind ähnlich bzw. identisch und ihr habt einfach das volle Dufterlebnis zu einem Bruchteil des Preises. Und das finde ich persönlich als Team Günstmaus immer super gut. Ich blende euch einmal meine Larisee Duftkollektion ein. Ich habe so oft, auch unabhängig schon von den Videos, die ich mit Larisee zusammen mache, da bestellt. Und das ist einfach etwas ganz, ganz Tolles, weil ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ich sprühe mir jetzt gerade nicht 20 Euro mit einmal auf meine T-Shirts, die am Ende des Tages in der Dusche hängen. Ganz, ganz wichtig ist, dass das aber keine Kopie eines Duftes ist, sondern einfach nur ein Dupe. Dass die Duftnoten sehr, sehr ähnlich sind und ich persönlich rieche eigentlich keinen Unterschied. Ich habe tatsächlich auch die Originalen und die Dupes mit hier mal mitgebracht vom Geruch her. Beispielsweise einer meiner absoluten Lieblingsdüfte für den Alltag ist Valentino Bromo. Das ist so ein schöner... Das ist mein Alltagsduft, Freunde. Das ist mein Alltagsduft, den ich jeden Tag rieche. Einer der beliebtesten Männerdüfte tatsächlich oder Herrendüften. Er ist sehr schön holzig, sehr schön rauchig. Ich weiß aber, dass 95% von euch Mädels sind. Aber das wollte ich einfach nochmal so mit reinnehmen, weil das ein Duft für eure Männer vielleicht sein könnte. Was ich ansonsten immer wieder kaufe, ist das hier. Das ist tatsächlich meine vierte Flasche, deswegen ist die auch noch voll. Ihr habt eben gesehen, dass ich schon eine fast komplett aufgebraucht habe. Und das riecht wie Chanel Bleu de Chanel. Der hält tatsächlich länger, finde ich, als das Original. Er riecht super, super gut und das ist so ein Duft, der funktioniert bei jedem. Deswegen benutze ich den auch immer regelmäßig. Ich wechsle tatsächlich immer so ein bisschen ab zwischen der Homo-Alternative und der Bleu-Alternative. Beide Düfte sehr schön sportlich, sehr schön frisch. Es gibt aber von Larisee auch mittlerweile Eigenkreationen und das finde ich ganz, 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 ganz toll. Wir haben einmal hier ein Eau de Parfum, das ist die 190 und das riecht, ich habe euch das letzte Mal schon gezeigt, einfach ganz, ganz frischen Unisex-Duft würde ich ihn beschreiben. Und das ist ein Eau de Parfum, das heißt, es hält extrem lange. Ich weiß aber, dass viele von euch auf diesen Duft stehen und auch dafür gibt es eine Alternative. Ich finde den tatsächlich im Originalen ziemlich teuer. Und da gibt es hier die 855 Neve Cream. Wunder, wundervoller Duft, der schön nach frisch geduscht riecht. Und das ist tatsächlich ein Duft, den ich gerne auch als Raumduft benutze, weil es ein sehr langanhaltendes Dufterlebnis ist. Und wenn man da einen Spritzer auf sein Kissen im Wohnzimmer vielleicht sprüht oder so, hat man kein schlechtes Gewissen, dass man 400 Euro gerade aufs Kissen gesprüht hat.
sondern die Düfte liegen alle in einem sehr, sehr günstigen Preissegment. Und mit dem Rabattcode könnt ihr natürlich noch ein bisschen was sparen. Es gibt online auch die Funktion, dass ihr einfach euren Duft eingebt und dann kommt die Alternative zu eurem Duft. Oder ihr benutzt tatsächlich einfach den Chat oder den WhatsApp-Service. Funktioniert super, super gut. Mache ich immer sehr gerne. Und wenn ihr mal so ein paar verschiedene Sachen ausprobieren wollt, gibt es auch eine kleine Duftkollektion. Da sind 20 Düfte drin, die ihr ausprobieren könnt, um einfach zu schauen, vielleicht gibt es ja noch mal was anderes, was man gerne probieren möchte. Es gibt auch viele Accessoires von La Rosée, aber ich dachte mir, ich zeige das einfach einmal für euch, weil es wirklich zu so, so vielen eurer Lieblingsdüfte einen Duftzwilling gibt. Also schaut gerne bei La Rosée vorbei. Link ist unten in der Infobox. Auch die Düfte, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ich schreibe euch noch ein paar mehr hin, die ich am liebsten benutze und schreibe so eine kleine Duftbeschreibung hin. Weil ich finde, mit Düften kann man nichts falsch machen und es macht einfach Spaß, sie zu benutzen. Und es macht natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man anstatt 89 Euro vielleicht nur 19 abzüglich 20% gezahlt hat. Freunde, also eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, vor allen Dingen für Weihnachten. Kann man tatsächlich auch vielleicht noch einen Adventskalender als Türchen Nummer 24 machen. Oder einfach mal den Lieben schenken, wo ihr wisst, okay, der trägt gerne einen Duft und ihr habt einfach hier eine günstige Alternative für ihn. Und da kann man dann auch ein paar Leute mehr mit beschenken. Also vielen Dank an La Rosée, dass ihr mich wieder unterstützt habt und mein Duftrepertoire erweitert habt. Ich habe mittlerweile wirklich 1, 2, 3, 10, 15 Flaschen hier. Und ich wechsle immer und das macht einfach Spaß. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, ne? Das riecht so, so gut. Und jetzt, wo wir gut riechen, wollen wir natürlich auch noch gut aussehen. Deswegen starten wir mit einem Primer und das ist der Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Primer. Habe ich euch schon oft gezeigt, das ist tatsächlich so ein Primer, jetzt vor allen Dingen für den Winter, sehr, sehr reichhaltig, sehr schön frisch, hinterlässt einen Glow. Und das Ziel mit diesem Look, den ich heute schminken möchte, ist wirklich dieses Goddess. Letztes Mal habt ihr so drüber gelacht, Göttinnen. Wir werden heute aussehen wie eine Göttinnerin. Ich weiß es nicht mehr. Es heißt Göttin, ich weiß, kam ich letztes Mal nicht drauf. Aber mit diesem Make-up, was ich euch jetzt zeige, werdet ihr aussehen wie eine Göttin mit Make-up. Ihr seht sonst auch schon aus wie eine Göttin, aber heute mit Make-up. Ich habe hier die Clean ID Foundation von Catrice. Ich finde tatsächlich, dass die so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen ist, leider. Also, die war kurz da. Ich glaube, sie gibt es auch noch, aber irgendwie, die hat mir nicht genug Aufmerksamkeit bekommen für das, was sie kann. Die hat eine sehr, sehr schöne Deckkraft. Die soll eigentlich wie so eine High Cover Luminous Matte Foundation sein. Die ist nicht matt, die ist sehr, sehr luminous und wunderschön. Ich habe hier so ein paar Unreinheiten. Ihr seht, wenn ich damit rübergehe, es deckt das einfach alles ab. Und das hält den ganzen Tag. Und für den Preis, deswegen, ich liebe Drogerie-Make-up einfach. So, so sehr. Richtig, richtig schön. Die Foundation ist sehr, sehr ergiebig. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Ihr seht, ich habe nur so ein kleines bisschen hier und kann damit eigentlich mein komplettes Gesicht damit beschminken und sehr ebenmäßig machen. Die Foundation hält sehr lange und in Kombination mit dem Primer sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen luxuriöser auf der Haut aus. Ich habe mir tatsächlich eine Foundation bestellt. Ich habe die bei Hatti gesehen. Das war die, oh Gott, Sisley Foundation für 75 Euro. Ich habe zwei gekauft, damit wir die richtige Farbe haben. Falls ihr da eine Review zu haben wollt, können wir das gerne machen. Aber ich will nochmal betonen, dass ich die Sachen natürlich immer nur kaufe, um zu schauen, wie performen High-End-Sachen gerade im Vergleich zur Drogerie. Mein Content wird immer Drogerie bleiben, so gut ich kann. Aber natürlich muss ich auch immer mal so ein High-End-Produkt testen. Einfach um auch so einen Vergleich zu ziehen, um zu sehen, wie ist der High-End-Bereich gerade, wie ist der Drogeriebereich und kriege ich vielleicht günstigere Alternativen zu den High-End-Produkten. Ich gehe tatsächlich auch gleich so ein bisschen über meine Lippen, denn wir werden heute eine sehr nude-lastige Lippe schminken. Und ich finde, dadurch, dass ich halt eine sehr intensive, recht große Lippe habe, will ich das so ein bisschen ebenmäßiger machen. Dann scheint meine eigene Lippenfarbe nicht so durch. Das finde ich beim Nude-Look immer ganz schön. Bei rotem Lippenstift macht es keinen Sinn. Aber so ein Nude-Look, amazing. Schaut euch den Glow bitte an. Ich hole mal das Licht ein Stückchen näher zu mir. Look at that. Glowy Goddess. Dieses Schätzchen musste ich nochmal mit reinnehmen. Ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Das ist der Skin Optimizer von Rival Loves Me. Das ist ein Concealer und ich habe den damals bei Rossmann das erste Mal getestet. Da war der noch nicht draußen und dann habe ich ihn nicht mehr benutzt, weil er halt noch nicht draußen war. Und ich liebe diesen Concealer. Der ist so ultradeckend.
Das hier, also das ist eigentlich schon zu viel, ihr kennt mich aber mittlerweile. Der passt sich so ein bisschen eurer Hautfarbe an. Es gibt 4 Farben, Shade Range ist jetzt nicht die beste, aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch für den Concealer entscheidet oder euch für den Concealer interessiert, swatcht bitte alle 4 in der Drogerie. Weil außen, von außen sehen die alle gleich aus, aber geswatcht komplett unterschiedlich. Ich habe jetzt die 3 bekommen, der ist ein bisschen neutraler vom Unterton, was aber gar nicht so schlimm ist, aber ihr seht, ne? Boom, Deckkraft ist da, es ist alles abgedeckt und im Vergleich auch zur Foundation, ne, hat der natürlich eine Deckkraft, das ist immens und der hält den ganzen Tag. Der kriegt nicht ein Fältchen, der sieht frisch aus, hat keine Duftstoffe drin, ist sogar vegan. Ein ganz, ganz toller Concealer, über den ich selber viel zu wenig gesprochen habe, weil ich ihn einfach so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Einer der besten Drogerie-Concealer, die es aktuell gibt. Als Blush möchte ich hier diesen kleinen Monochromatic Multistick benutzen von e.l.f. Damit könnt ihr eure Lippen, eure Augen, eure Wangen machen. Ich gehe damit auf meinen Handrücken und der ist so in einem schönen, zarten Rosé, so ein bisschen Glow ist mit drin. Wenn ich damit hier einfach rüber gehe, der schmilzt richtig schön. Ihr könnt ihn super gut aufbauen und ihr habt diesen ultra glossy Skin Look. Das ist tatsächlich eine gute Alternative vom Finish her zumindest für diese Nabla-Dinger, die ich auch sehr, sehr gerne benutze. Aber das Nabla ist so zwischen Drogerie und High-End. Und schaut euch das an. Ich könnte mir den sogar auf die Lippen und auf die Augen geben und ihr habt dann diesen richtig schönen, frischen Look. Und ihr seht die Bewegung in meinem Gesicht. Schreibt mir doch unbedingt jetzt einmal in die Kommentare, was ihr bevorzugt. Schimmrigen Blush oder matten Blush? Das ist tatsächlich ein, kann man gar nicht so genau sagen. Das ist verrückt, denn er sieht auf der Haut sehr glossy aus, weil es aber einfach ein Cream Blush ist. Aber der ist so zart schmelzend und ich würde ihn jetzt weder als schimmernd noch als matt beschreiben, sondern einfach amazing. Ich sette ganz leicht die Foundation. Ich sette ganz leicht den Concealer mit einem Puder von Action. Ich habe neulich ein Video gemacht auf TikTok, das viral gegangen ist. Das ist ganz, ganz toll. Das ist dieses Peach Powder. Ich gehe nochmal so ein bisschen unter meinen Augen lang und sette damit einfach so ein paar Stellen in meinem Gesicht, die ich ein bisschen mattiert haben möchte. Es muss ja nicht überall aussehen wie Speckschwarte. Vor allem hier im T-Zonen-Bereich so ein bisschen Puder. Das ist sehr, sehr schön zum Baken. Das ist extrem günstig. Ich glaube, es kostet 3 oder 4 Euro. Und das, oh, seht ihr das? Das nimmt den Glow weg, aber auch nicht zu doll. Und dann mache ich etwas, das habe ich neulich gesehen. Es gibt hier von Essence die Nude Edition Palette. Das ist so eine sehr, sehr simple Palette. Aber ich nehme einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe in die hellste Farbe hier rein, lade den gut auf und gehe damit unter meinem Auge lang und helle punktuell auf. Dadurch, dass Lidschatten natürlich super pigmentiert sind, könnt ihr damit auch noch einen schönen Brightening-Effekt haben. Auch hier so ein bisschen in im inner Corner. Und dann ziehe ich einfach mit dem Puder hier außen schon mal so ein bisschen hoch. Das liftet komplett die Seite. Was sagen wir zu Base? Was sagen wir zu diesem Glow? Ich hole euch ein Stückchen näher ran. Make-up ist drauf, wir sind extrem glowy und ich benutze jetzt eine Lidschatten-Base von Merve. Das ist tatsächlich eine der besten Lidschatten-Bases, die ich jemals getestet habe. Ich gehe hier rein. Mit einem Pinsel trage mir das aufs Lid auf. Das macht einen sehr, sehr hellen Effekt auf dem Auge. Das heißt, dadurch wird das aber auch alles so ein bisschen intensiviert von den Farben her. Und ihr braucht gar nicht so viel wie ich. Ich gehe einfach so ein bisschen rüber, nehme meinen Beauty-Schwamm. Ihr könnt auch den Jacquemot benutzen. Übrigens Restock am 25.11. Einfach so ein bisschen hier rüber. Und ihr habt eine sehr, sehr ebenmäßige Blank Canvas. Wie heißt der eigentlich? Heißt der nicht irgendwie so? Create Your Canvas. Sehr, sehr schön. Also wirklich einer der besten Primer. Ich hoffe, dass der irgendwie nochmal kommt. Ich glaube, der ist tatsächlich sogar ausverkauft im Moment, aber ein ganz, ganz tolles Produkt. Zum Schminken für die Augen benutze ich die Essence The Brown Edition Palette. Auch eine sehr, 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 sehr gute Palette, die sehr vielseitig einzusetzen ist. Ich möchte heute aber wirklich einen intensiven Look schminken und gehe als erstes hier in diesen roten Ton und presse mir den hier direkt in meine Crease. Das Schöne ist, dadurch, dass ihr mit einem Primer gearbeitet habt und der noch feucht ist, kommt natürlich alles noch viel, viel intensiver raus. Aber die Palette an sich ist auch schon sehr, sehr gut. Kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. Die sind alle so ein bisschen seidig matt, aber so wunderschön. Schaut euch das an. Einfach raufgetappt. Und dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in die dunkelste Farbe. Und gebe mir die komplett hier auf mein bewegliches Lid. Boom. Pigment. Verblenden und noch so ein bisschen aufbauen. Aber ihr seht schon, ne? Also das ist
ein matter Lidschatten, aber der hat so eine leichte Bewegung noch mit drin. Dadurch sieht er einfach sehr, sehr luxuriös aus. Und dann nehme ich mir einen großen, sauberen Pinsel, gehe ebenfalls nochmal so ein bisschen in die Farbe und ganz leicht in das Rot und blende das einfach hier oben aus. Und mehr brauchen wir nicht. Das ist so ein intensiver, sexy Look. Und dann ziehe ich mir das hier oben so ein bisschen raus. Nochmal mit dem Schwamm hier lang gehen und das alles sauber machen. Dann habe ich hier so eine richtig schöne Kante. Dadurch, dass ich natürlich nicht so viel Puder benutzt habe, funktioniert das dann immer sehr, 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 sehr gut. Und mache ich das gleiche Spiel, dunkler Lidschatten. Dann nehme ich mir einfach einen schwarzen Kajal und gebe mir den in meine Wasserlinie. Und so sieht das Ganze dann einmal aus. Ich habe mir noch ein bisschen was auf die Augenbrauen gegeben. Ein bisschen intensiver heute mal. Ich finde, manchmal kann man auch so eine Instagram-Braue noch machen, wenn man die dann so ein bisschen ausbürstet und so ein bisschen weicher macht. Sehr, sehr schöner, intensiver Look, weil ich finde, man könnte sogar noch mit Schwarz aufs bewegliche Lid gehen. Für die Lippen gibt es eine Dreierkombination aus dem Nabla Cupid's Arrow. Das ist eigentlich ein Augenstift, den kann man aber auch an den Lippen benutzen und ich benutze den immer nur an den Lippen. Das ist ein sehr, sehr schöner, intensiver, brauner Nude-Ton und dann von NYX oben rüber die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Cairo müsste das sein, genau. Und oben drüber ein Gloss, den Clean ID Hydra Volume Lip Plumper. Der ist vegan, hat kein Mikroplastik, kein Silikon und kein Mineralöl. Und als Mascara benutze ich meine aktuell am liebsten benutzte und meisten benutzte Hook It Real Good Mascara von Love und Tush. Die macht die einfach die krassesten Lashes. Also wirklich eine der besten Mascaren, die ich benutzt habe. Die hat die Sky Hair Mascara abgelöst. Und das ist einmal der fertige Look mit meinen liebsten Drogerieprodukten für einen sehr sexy, gorgeous, glam, intensiven Look. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich bin gespannt auf eure Drogeriefavoriten aktuell. Die Produkte benutze ich super gerne und ich danke Larisé natürlich nochmal, dass ich euch den Rabattcode mit auf den Weg geben durfte. Schaut gerne bei Larisé vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.